Es sieht düster aus am Kryptomarkt. Die Pleite der Handelsplattform FTX hat die Szene erschüttert. Der Bitcoin ist unter 16.000 Dollar gefallen. Andere Währungen wie Ethereum hat es noch härter getroffen. Tja, das Vertrauen scheint erstmal dahin. Wie der Bitcoin sich aktuell charttechnisch bewerten lässt und was außerdem die Charts von MSCI World und dem Euro-Dollar-Kurs gerade für Informationen für uns bereithalten, das verrät uns jetzt Martin Utschneider, Leiter der technischen Analyse bei Donner und Reuschel. Hallo Martin, schön, dass du wieder bei uns bist. Lass uns erstmal mit etwas Erfreulichem, würde ich jetzt mal mutmaßen, in die Sendung starten, und zwar dem MSCI World. Der ist ja zuletzt so ein bisschen im Rallye-Modus unterwegs gewesen. Reicht das denn aus, dass dieser übergeordnete Abwärtstrend jetzt möglicherweise ernsthaft in Gefahr gerät? Ja, erstmal Servus nach Franken aus Oberbayern, liebe Conny. Schön, an diesem mal wieder fast geschichtsträchtigen Tag, hätte ich jetzt fast gesagt, dabei sein zu dürfen hier bei euch. Ja, wir schauen uns den MSCI World an. Der MSCI World hat ja zuletzt einen Abwärtstrend quasi fast manifestiert, aber es ist wie immer in der charttechnischen Regel, ein Trend ist so lange intakt, bis er eben bricht. Und genau das hatten wir zuletzt. Wir hatten vor 3 Tagen noch den Test, und dann den Ausbruch, und jetzt sind wir oberhalb der oberen hier rot gestrichelten Abwärtstrendlinie. Also der MSCI World macht jetzt das nach, was ihm DAX und einige andere Indizes, ich sage das einmal vorsichtig, schon vorgemacht haben. Der DAX war ja hier in letzter Zeit wirklich auch im Gegensatz zu den US-Amerikanern der Frontrunner. Und jetzt sehen wir auch den breit gefächerten, den weltweiten Index auf, Aufholjagd, sage ich jetzt einmal, oder Jagd in Anführungsstrichen. Wir haben natürlich von der fundamentalen geopolitischen Seite immer noch unsere Risiken, aber aus technischer Sicht ist der Trendbruch da, und der Trend war ja immerhin wirklich seit Januar, also ich sage jetzt mal seit Anfang des Jahres, wirklich intakt und immer mal wieder wurde getestet. Der Test war erfolglos, jetzt sind wir oben auf. Wir haben, und das ist auch das Schöne, gestern mit einer Doji Candle hier auch die 200-Tage-Linie im Test. Doji Candle ist immer so ein bisschen vorsichtig, oder die Vorsicht des Marktes. Man sieht es hier direkt auf der 200-Tage-Linie, den Candle. Das heißt, der Markt ist sich noch im Moment etwas uneins und ein bisschen vorsichtig, aber der Trendbruch ist da. Und wenn wir dann auch noch die 200-Tage-Linie knacken, dann ist es ein doppeltes bullisches Signal noch dazu, weil das Bollinger Band sich auch nach oben geöffnet hat. Also sämtliche Bänder und Indikatoren sprechen gerade für den MSCI World. Wir werden das sicherlich in unserem nächsten Interview dann nochmal besprechen, wie sich das so entwickelt hat. Lass uns jetzt noch einen Blick auf den Euro-Dollar-Kurs werfen. Zuletzt ja auch so ein bisschen Rallye-Modus. Zumindest hat der Euro sich wieder deutlich behauptet und von der Dollarschwäche profitiert. Bisschen ins Stocken geraten ist die Bewegung allerdings zuletzt schon. Dennoch von seinem Oktober-Tief hat sich der Euro-Dollar-Kurs deutlich abgesetzt und einen schönen Sicherheitsabstand aufgebaut. Wie bewertest du die Lage gerade? Genau, schön Sicherheitsabstand aufgebaut, das ist genau richtig, und im Moment auch sehen wir hier ein klassisches technisches Signal, das wir oft bei Edelmetallen und Devisen sehen, nämlich so eine genannte Mean Reversion, und zwar aus erfreulicher Sicht. Wir haben zuletzt die 1035 überhandelt, dann nochmal getestet, gleichzeitig auch die 200-Tage-Linie nochmal von oben getestet. Intraday waren wir mal kurz drunter einen Tag, und jetzt ist es so, dass diese Mean Reversion erfolgreich war. Gleichzeitig war auch der Test der 1,035 erfolgreich. Die kurzfristige Abwärtsdynamik, die ist jetzt natürlich gebrochen. Wir haben ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen aus Eurosicht, aber übergeordnet ist natürlich, sage ich einmal, erst bei 1,12. Das ist die obere Linie, auch weit oberhalb der Kopf-Schulter-Formation. Da ist mal so richtige Entspannung da. Bis dahin werden wir weiter gegenüber dem US-Dollar underperformen, aber es ist zumindest mal ein schöner Abstand. Ja, ich sage immer, der finale Abstieg ist vermieden worden. Wir sind wieder oberhalb dieser Abwärts- oder dieser Abstiegslinie, wenn man es mit einem Fußballverein vergleichen will. Aber wir sind immer noch in Abstiegsgefahr. Das heißt, es ist eine schöne Momentaufnahme, eine erfreuliche Momentaufnahme. Und was mich positiv stimmt aus technischer Sicht, ist eben diese Mean Reversion, das Halten der 200-Tage-Linie.
Also MSCI World, Euro-Dollar-Kurs, da stehen die Zeichen grundsätzlich schon mal auf so ein bisschen grün. Zumindest kann man da aus der bullischen Perspektive sich schon mal bereit machen. Jetzt kommen wir zum Schluss zum Stimmungskiller Bitcoin. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Das Vertrauen ist da schon so ein bisschen dahin, eh schon ein bisschen länger angeschlagen. Das ganze Bitcoin- und Krypto-Märchen, das war jetzt aber vermeintlich für viele vielleicht sowas, naja, Todesstoß ist vielleicht übertrieben. Manche sagen, wird sich schon wieder davon erholen. Wir gucken uns jetzt einfach nur mal den Chart an. Der hat ja nochmal seine ganz eigene nüchterne Sprache. Was liest du denn da gerade heraus, Martin, beim Bitcoin? Ja, du hast es gerade auch erwähnt, das Wort Todesstoß. Der Chart zeigt eben keinen Todesstoß, Gott sei Dank. Vielleicht war die ganze Situation, die wir zuletzt haben in Bayern, sagt man ja oft mal, selten ein Schaden, wo kein Nutzen. Vielleicht sind jetzt viele einfach auch aufgewacht und haben erkannt, hey, Bitcoin, Blockchain, das ist gekommen, um zu bleiben, denke ich mal. Also da braucht man nicht drüber reden, aber es ist halt trotzdem etwas wie jede andere Asset-Klasse und sogar noch mehr. Es ist eine volatile Geschichte und es ist halt im Endeffekt auch was, sage ich mal, dass man nicht einfach mal kauft und dann sich denkt, okay, damit wäre ich innerhalb kürzester Zeit reich, sondern es ist etwas, mit dem man sich wirklich beschäftigen soll. Und die wirklich drin sind im Thema, die absoluten Bitcoin-Experten, zu denen ich mich nicht zähle, wir schauen uns gleich den Chart an, die sagen, hey, das ist doch jetzt nichts, das war nicht der Todesstoß, die Technologie ist da, sie wird bleiben. Und vielleicht war es eine, ja, sage ich einmal, ein Gewitter, ein bereinigendes Gewitter. Und ja, man sieht jetzt auch im Moment, und jetzt kommen wir zur Charttechnik, dass der Bitcoin ja den finalen Todesstoß oder den finalen Abverkauf gar nicht vollzogen hat, sondern wir sind zwar, das ist richtig, wir sind durch die 18.500er Marke, also der 18.496er Marke durchgerutscht, haben auch die 17.503 durchstoßen und zwar von oben nach unten, aber die 14.018 wurden nicht einmal ansatzweise angetestet. Und jetzt ist es so, dass durch diesen Verkauf, Bitcoin wurde auf den Markt geschmissen, sind natürlich jetzt auch die Märkte überverkauft. Das heißt, die Profis lauern schon wieder auf Einstiegsszenarien, lauern schon wieder auf eine Bodenbildung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die 14.018 waren für mich so ein guter Indiz, dass dieser finale Todesstoß, also Bitcoin lebt noch, auch wenn schwer verletzt, sage ich jetzt einmal, aber er lebt noch. Wenn wir wieder über die 17.503 bis 18.500, sage ich einmal, wenn wir in diese ursprüngliche Seitwärtstendenz wieder zurückkommen, dann ist das Schlimmste überstanden und wir können durchaus bei Bitcoin, aber wie gesagt, hier immer mit Stops arbeiten. Wer jetzt sich überlegt, doch in den Bitcoin zu gehen, der sollte wirklich Stops machen. Und wer jetzt sagt, hey, ich will den Bruch der 17.5 oder der 18.5 nicht abwarten, der sollte bitte, bitte diese 14.018 als Stopmarke verstehen. Es wurde in der Vergangenheit oft kolportiert, dass Gold oder beziehungsweise das Bitcoin ja sowas wie ein neues Gold sein könnte. Was sagst du denn dazu? Ja, viele haben sich den Mund fusselig geredet. Man kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Und den Chart, den wir hier sehen, der spricht natürlich Bände. Ist zum einen natürlich in den Hype-Phasen, ich habe jetzt mal die letzten 2 Jahre aufgezählt, da hat kein Mensch mehr nach Gold geschrien. Jeder hat gesagt, hey, wenn du Geld verdienen willst, dann verkaufe Gold und geh in den Bitcoin. Aber Gold hatte und hat ja nie den Anspruch, innerhalb kürzester Zeit jemanden reich zu machen, sondern Gold ist ein Risiko, eine Risikoadaption fürs Depot. Gold ist, das sieht man hier in den letzten 2 Jahren, quasi plus minus null durchgelaufen durch diesen ganzen Bitcoin-Hype. Wenn man natürlich dann Phasen anschaut wie Oktober bis Januar 22, dann war natürlich für viele ganz klar, hey, Gold ist out. Nein, Gold ist nicht out. Gold gibt es seit Tausenden von Jahren. Es ist das wichtigste Edelmetall nach wie vor. Reich oder schnell reich werden mit Gold, sagen wir mal schnell reich werden mit Gold, davor warne ich vor dieser Idee. Aber Gold, ob jetzt physisch, in einem Fonds, in einem ETC oder als Barren oder Münze, es ist etwas, das zur Depotabsicherung unablässlich ist und es ist auch etwas, man muss dazu sagen, jetzt unabhängig von der Charttechnik, Gold und auch Silbermünzen sind ein weltweites Zahlungsmittel. Ja, was du gerade auch schon schön gesagt hast, schnell reich werden, dafür eignet sich das alles nicht. Das sollte man grundsätzlich, finde ich, immer an der Börse oder im Hinterkopf behalten, wenn man da aktiv ist, zum schnell reich werden.
Kann funktionieren, ist aber eher die Ausnahme und man schont die Nerven, wenn man da grundsätzlich mit einem langfristigen Zeithorizont rangeht. Ganz gemäß dem Motto, wie du das letzte Mal so schön gesagt hast, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ganz herzlichen Dank, Martin, für deine Einschätzung. Freue mich schon aufs nächste Mal und bin gespannt, welche Charts du dann dabei hast. Vielen Dank, Conny, fürs Interview und bis zum nächsten Mal.